Karnevalsplauderei 2020, Bayreuth, Krakau, Internetzeitung. Bei mir stehen zwei der schönsten Männer Kölns und natürlich die schönste Marketingerin Kölns. Habe ich recht, oder? Ja. Ich hoffe jetzt auf Zustimmung natürlich, weil ich mir dachte, das sagt ihr ja, glaube ich, auch immer die schönsten Männer Kölns, aber eigentlich muss man erst mal sagen, die schönste Frau Kölns und dann die schönsten Männer Kölns natürlich bei mir. Reiter Korjan von mir, der neue Präsident, ich fange jetzt mit dem Präsidenten, weil er auch neu ist, aber dann komme ich gleich zurück. Stefan Kühnapfel, der neue Präsident, Reiter Korjan von Wehr, Britta Schwadorf, seit 7 Jahren Marketing, die schönste Frau Kölns, seit 7 Jahren, danach natürlich auch noch. Und natürlich der schönste Tanzoffizier Kölns, Florian Braun, für Reiter Korjan von Wehr. Das ist so eine Session, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, das dauert jetzt ein bisschen, leider so 3-4 Stunden, weil das Reiter Korjan von Wehr macht so viele Dinge in dieser Session. Wir fangen mal mit dem ersten an. Natürlich habt ihr wieder ein Jan- und Krieg-Paar. Da werden wir auch drüber sprechen. Nämlich Jackie und Dirk Kentner. Die sind auch ganz grandios. Ja. Dirk Kentner, wenn man ein Mikrofon in die Hand gibt, kann schon mal ein bisschen länger dauern. Aber er ist auch ein guter Redner, muss man auch gleich nochmal drüber reden. Muss man wirklich sagen, ganz exzellenter Redner auch. Sehr wortgewandt, ja. Sehr wortgewandt, mit sehr viel Herz und Seele, ja. Muss man auch dazu sagen. Das hat er wirklich drauf. Dann haben wir ein Kölner Dreigestirn, das ihr stellt, Prinz Christian II., Bauer Frank und Jungfrau Griet. Zwei Griets. Ja, wir werden genau vor, weil wir da kommen, die Griets und so weiter. Dann seid ihr 1925 gegründet worden, also eigentlich habt ihr noch so ein halbes Jubiläum hinten dran. Mehr geht eigentlich schon gar nicht mehr, oder? Nein, natürlich geht nicht mehr. Also mit einem Dreigestirn, einem wirklich total herzlichen und wirklich tollen Dreigestirn, einem wortgewandten, haben wir eben gesagt, Jan und Griet-Paar, die fünf höchsten Repräsentanten des Kölner Karnevals zu stellen, 95 Jahre zu werden, mir geht nicht. Und einen neuen Präsidenten. Und einen neuen Präsidenten, ja. Wünscht man sich das so zur Amtseinführung, weil man sich dann so denkt, so, ach guck mal, da sind die anderen alle so ein bisschen im Rampenlicht, ich kann mich noch ein bisschen sortieren, bis sozusagen das Präsidentenamt richtig losgeht? Oder ist das besonders schwierig? Also am Anfang dachte ich, oh mein. Aber ich muss sagen, dadurch hat man viele Möglichkeiten, Dinge zu erleben, direkt zu erleben sozusagen, die man wahrscheinlich sonst, wenn man einen solchen Auftakt nicht hat, erst über die Jahre erfahren muss. Insofern kann ich sagen, wenn diese Session vorbei ist, ja. Dann habe ich schon alles erlebt, dann kann nicht mehr viel kommen, dann bin ich gut ins Amt eingeführt. Ja, von mir muss ich aber nächstes Jahr nicht einen neuen Präsidenten suchen, weil Stefan Kühnapfel sagt, das habe ich alles erlebt, alles so schnell durchschnitt, so Quick-Präsident sozusagen. Nein, ich bin schon das Amt angetreten, um es ein wenig länger zu machen. Wie lange, das schauen wir, aber ich trete jetzt nicht nach dem Jahr schon ab. Das stimmt, man hat ja alle Höhepunkte. Man ist im Hansa-Saal, wenn das Dreigestirn sozusagen den Vertrag unterschreibt, ist man dabei mit der Oberbürgermeisterin, mit dem kompletten Festkomiteevorstand. Man erlebt auch gleich im Hansa-Saal dann die Reden natürlich auch. Man geht mit auf den Heumarkt. Ich fange so mal ganz früh in der Session an. Am Heumarkt, das war ja auch ein ganz spezieller Auftritt eigentlich, das muss man jetzt auch mal sagen, so nach vielen Jahren. Das ist ja sonst immer ein bisschen schmucklos gewesen. Ihr seid als ganzes Chor aufgetreten und habe vorher 4,5 Stunden Luftballons aufgeblasen. Ja, und auch kleine Ortsschilder aus den einzelnen Fädeln jeweils an die Ballons gehangen. Ja, wir hatten gesagt, es soll ein emotionaler Moment werden und das Motto Tätschwert im Fädel hat uns dazu natürlich eingeladen. Und ja, wir wollten es ein bisschen untermalen durch eine solche Aktion. Und das Schöne ist, wir haben die Kameraden gefragt und es waren wirklich fast alle am 11.11. da und so konnten wir natürlich auch in der Art und Weise wirken. Es war also ein tolles Bild. Wenn wir schon bei Fädel sind, wo ist dein Lieblingsfädel, dein Wohnfädel, dein Ausgehfädel? Wir wollen jetzt alles, das ganze Thema, den Preis, alles. Genau, wo du dich umtreibst. Genau, also ich bin in Nippes geboren. Nippes. Kölscher geht's ja fast nicht. Ja. Und aufgewachsen in Köln-Stammheim. Mittlerweile in Köln-Rath zu Hause und mein Lieblingsfädel ist natürlich das Frings-Fädel. Da steht die gute Severitz-Torburg, durch die wir bei der Fastnacht dann
das erste Mal für den Straßenkarneval durchziehen dürfen und das ist immer was Besonderes. Nippes, Schelsig. Was ist das Besondere an der Schelsig? Der Blick auf den Dom. Und die Sonne scheint am Abend. Ja. Das wissen die Linksreiter immer gar nicht. Wenn ich, das ist wirklich schön, wenn man die Polarwiese zum Beispiel spazieren geht, dann hat man abends, vor allem im Sommer, hat man die Sonne. Ja. Und dann hat der Linksreiter hat Schatten. Und den Sonnenuntergang hinterm Dom, der auch wichtig ist. Also gerade wenn man auf der neuen Rheinpromenade unterwegs ist und den Blick hat, wenn die Sonne hinterm Dom untergeht, das kennt man auf der anderen Rheinseite einfach nicht. Der Rheinboulevard. Das ist richtig. Ist das dann aufwendig, wenn man immer auch Auftritte hat im Linksradius über die Brücken oder so? Oder fährt die Linie 7 immer pünktlich? Wir fahren immer gemeinsam. Der Florian ist mein Fahrer in der Session, beziehungsweise bis zu unserem Busabfahrtsort, Rot-Gerber Bach, direkt hinter der Silberbrücke. Und dort treffen wir uns alle und dann fahren wir gemeinsam zu den Auftritten. Lieblingsfehler? Da schlagen mir tatsächlich zwei Herzen. Auf der einen Seite natürlich ganz klar Fringsfehle. Wie Britta schon sagte, mit der Silbernen Torburg. Viele schöne Erinnerungen, unter anderem auch meine Hochzeitslocation. Auf der anderen Seite ein etwas östlicheres Veedel von Köln mit Reffet oder Hochdeutsch Refrath. Früher zu Köln gehörend, dann nach der Stadttrennung jetzt zu Bergstadtbach gehörend. Aber trotzdem auch ein sehr schönes Veedel mit einem sehr tollen Veedelscharakter. Und viel Veedelskarneval. Das auf jeden Fall. Von den Pens über das Dreigestirn bis hin zur Seniorensitzung haben wir so ziemlich alles dabei. Genau, ihr hattet ein weibliches Dreigestirn auch schon. Ihr seid Köln wesentlich weiter voraus. Das hatten wir auch schon, das ist richtig. Ja, ich weiß, die waren toll, die drei Damen. Ich weiß, dass ihr feiern ganz toll kann. Da habt ihr noch gerne Refrather Piraten und alles. Also da gibt es einen riesen Karneval in Refrath. Das muss man wirklich auch nochmal dazu sagen. Lieblingsfehler? Südstadt. Weil ich da wohne. Einfach toll, Silberne Torburg. Ja, ich habe mir als Ehrenfamilie einen Traum wahrgemacht. Ein kleines Balkönchen, ich gehe nach draußen und kann die Silberne Torburg sehen. Was kann schöner für einen Ehrenfamilie sein? Das ist aber ordentlich. Wenn man über die Veedel redet, oder frage ich auch mal ganz gerne, haben die Veedel sich so in den letzten Jahren verändert? Gibt es noch eine Veedelskneipe, wo man gerne hingeht? Oder gibt es... Wie ist das mit den Veedeln? Also gibt es da auch eine Veränderung? Weil unser Freizeitverhalten hat sich geändert, also unser ganzer Lebensstil hat sich eigentlich verändert. Oder hängt man da wirklich auch noch so mit dem Herz dran? Also in der Tat, es gibt bei uns in der Südstadt noch einige Veedelskneipen. Backes zum Beispiel, da geht man gerne seinen Kölsch abends trinken, seine Frikadelle essen. Das ist wirklich noch typisch. Es gibt natürlich auch jetzt viel moderne Kneipen, die diesen Charakter nicht mehr haben. Und eigentlich ist es so, dass eher die alten Kneipen ein bisschen aussterben, das muss man sagen. Ne? Da wo man Kraft, Karten spielt und so weiter und so fort. Ich glaube, die Gaffestube jetzt am Glücklichplatz hat zugemacht. Schade, um es so zu sagen. Schon mal mit der Linie 17 gefahren? Natürlich schon mit der Linie 17 gefahren. Natürlich. Ich bin sehr sicher, müssen wir alle falsch mit der Linie 17 gefahren, weil immer alle sagen, das ist die Geisterbahn von Köln. Nee, meistens nutze ich die um bis hinten, wie heißt es, da wo die 3 und 4 fährt, Silbernstraße zu fahren. Da kann man eigentlich ganz gut, es geht relativ schnell, mit dem Bus ist man da ein bisschen langsamer. Also 17, wenn sie dann kommt, ist schon eine ganz gute Sache. Fehlt jetzt noch die Durchfahrt bis zum Heumarkt, aber man arbeitet dran. Das ist wahr. So, Veedel aber, also super Motto oder kein gutes Motto mit dem Veedeln? Top Motto. Ein wirklich tolles Motto, was, glaube ich, so die Herzen aller in Köln öffnet, weil jeder hat sein angeguckt dann? Haben die das gut gemacht, die drei? Ich habe es heimlich genau im Livestream auf dem Handy geschaut, kurz meinen Blick genau gewagt und es war einfach ein tolles Erlebnis und es war schön zu sehen, wie da eben die Gesellschaft zusammensteht und hinter dem Dreigestirn geschlossen steht. Wow. Wir gucken immer noch ein bisschen zurück, weil in so einer Session muss man zurückgucken, muss ein bisschen gucken. Proklamation von Jan und Griet, Flora, mittlerweile etabliertes Format. Wollt ihr daran beibehalten oder wollt ihr dabei bleiben? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind mit dieser Veranstaltung sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, das ist der richtige Rahmen,
um das eigentlich rauszustellen, was das Reiterkorps Jan van Beert so einzigartig macht, ne? Ein Jan- und Krieg-Paar. Und das soll nicht untergehen im normalen Karneval. Und da haben wir uns gedacht, so in der Zeit um den 11. im 11. ist das genau die richtige Situation, das dem Kölner Publikum zu präsentieren. Also an der Proklamation halten wir fest. Da sind Sie auch ins Amt eingeführt worden. Jetzt bekommt man da so eine Kette umgehängt, die wahrscheinlich 35 Kilo wiegt. Ich glaube, das ist aber dieses physische Gewicht ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, sondern damit bekommt man ja Verantwortung übergehängt sozusagen. Für wie viele Männer und eine Frau? Wir sind rund 400 Kameraden im Chor. Also man ist natürlich nur einer von vielen im Vorstand des Reiterkorps Jan van Beert. Und man hat ein Team und mit diesem Team kann man prima arbeiten und die Sachen, die in der Gesellschaft zu erledigen sind, gemeinsam erledigt bekommt. Aber man hat schon das Gesicht auch so ein bisschen, oder? Als Präsident. Ja, natürlich. Man leitet die Sitzungen. Man hat natürlich die Aufgabe, die entsprechenden Außentermine wahrzunehmen, der Repräsentant zu sein. Ja, klar, man ist so ein wenig das Gesicht. Aber wir haben ja im Grunde genommen eine Doppelspitze, wir haben einen Vorsitzenden und Co-Kommandanten, wir haben einen Präsidenten, die gemeinsam die Geschicke der Gesellschaft nach vorne tragen. Der Vorsitzende und Co-Kommandant gibt gerade Rampenlicht, das war ein Scherz. Frank Breuer, aber wir werden das gleich, der übt nicht, das wird erkannt. Nochmal zu der Proklamation auch. Das ist ja schön, ne? Flora, toller Rahmen. Da kommen die mit dem Fackelzug rein, sofort es nicht regnet. Bisher hat es noch nicht. Es sind zweimal hat es nicht geregnet, also das war super. Ne? Ja. Also mit dem Chor rein und dann dieses Mal sogar Christoph Buckelkorn, Festkomiteepräsident, war da. Bisher hat das immer der Vizepräsident, der Dr. Joachim Wüst gemacht. Elfi Schwan-Werpes macht das. Als erste Bürgermeisterin der Stadt Köln. War das nochmal eine besondere Ehre, dass Christoph Buckelkorn das auch gemacht hat? Natürlich. Wir freuen uns immer, wenn der Festkomiteepräsident die Zeit hat, uns zu besuchen. Also eine tolle Ehre, wenn er da ist. Jetzt, wenn ich daran teilnehmen will, ich bin jetzt nicht Jan van Beert, ich bin auch kein geladener Gast, womöglich kann ich einfach Karten kaufen für die Proklamation, weil die andere Proklamation, über die wir auch noch gleich ganz viel sprechen werden, da wird man ja geladen und dann muss man Geld dafür bezahlen, dass man dann daran teilnehmen darf, aber man kann nicht frei irgendwie daran teilnehmen. Wie ist das mit der Proklamation von Jan van Beert? Also wir haben im Grunde genommen auch es so, dass wir die Gäste einladen. Also einfach so Karten kaufen kann man nicht. Wir sorgen dafür, dass natürlich unser Chor zunächst Karten bekommt und natürlich liebe Gäste laden wir ein. Ich denke, wenn man den einen oder anderen fragt, ob man noch Karten bekommt, ist das möglich, aber offiziell jetzt irgendwo zu kaufen gibt es die nicht. Also man muss mit jemandem klüngeln, der so eine schöne Uniform anhat, sozusagen wie Florian Braun, der Tanzoffizier oder die Bartenderin oder der Präsident natürlich selbst ein bisschen klüngeln und dann kann man auch mal auf die Proklamation von Jan und Gret gehen. Was macht dieses Jan und Gret-Paar? Die kommen auch noch zu uns, mit denen werden wir auch nochmal natürlich reden. Die machen ja auch ein tolles Programm. Ne? Also nicht nur das Dargestellte macht ein tolles Programm, das organisiert ja so und so das Festkomitee. Und das andere macht ja sozusagen auch Jan Vögel. Die waren auf der richtigen Prinzenproklamation, glaube ich, auch. Ja. Also Jan Vögel auch zum ersten Mal, glaube ich. Ja. Auch ganz toll, glaube ich, für Dirk und Jackie Kentner. Dann machen die ein Programm, die ziehen mit euch auf, gehen auch in Hospize, glaube ich, gehen in Krankenhäuser, machen sehr viel auch im sozialen Zweck, was ja auch ganz wichtig ist. Und dann gibt es einen tollen Termin, da ist, glaube ich, der Präsident dann auch dabei, das ist Karnevalsfreitag, meine ich. Genau, dieser Termin ist immer einer unserer Lieblingstermine, dann gehen wir zum Oberbürgermeister oder in diesem Fall zur Oberbürgermeisterin und dann bekommt der Jan seine Jan-Kette umgangen, seine Insignien ja, der Macht. Das ist ja ein Tag, nachdem ihr an der Severinstorburg gespielt habt. Was spielt ihr an der Severinstorburg? An der Severinstorburg spielen wir ja, die etwas traurige Geschichte um Jan und Gret, die wahrscheinlich jeder kennt. Die Gret, die Magd, und der ehemalige Knecht Jan, den die Gret dann zunächst verschmäht hat, weil hat er nicht genug Nüssele. Und dann ist der gute Jan ja ausgezogen, wurde im 30-jährigen Krieg General und kam sehr reich zurück. Und dann gab es die berühmten
Worte an der Severinsport, ne? Wer täte Wuss, wer täte Don. Und das spielen wir in einem ja, schon sehr lustigen, mit schönen Redebeiträgen Schauspiel nach. Lohnt sich zu kommen. Severins Fringsports am Werbefastnacht, 13 Uhr einfinden. Da gibt es ein bisschen Vorprogramm und da wird eine tolle Sache. Und hoffentlich haben wir auf schönes Wetter. Das hoffe ich auch, weil jetzt muss ich noch einspringen ganz kurz. Soweit ich weiß, werden wir das wieder live übertragen. Mhm. So ist meine Erkenntnis zumindest. Vielleicht sagt der Präsident jetzt, nö, mit euch wollen wir die live übertragen. Ja. Wir wollten ja live übertragen für alle, die nicht hinkommen wollen. Ansonsten ist natürlich alles viel schöner live als im Livestream. Das muss man auch ganz klar sagen, ganz wichtig. 13.30 Uhr. 13 Uhr? 13 Uhr. 13 Uhr. 13 Uhr. 14 Uhr. Noch besser ist los, ne? 12.30 Uhr. Dann kann man vorher noch einen Berliner in der Kaffeebut an der Ecke kaufen, genau, die auch jeder Kölner kennt. Und dann wartet man genüsslich und dann geht das Spiel los. Es ist wirklich sehenswert, muss man dazu sagen. Es ist ganz toll inszeniert. Es ist also ein szenisches Schauspiel, kann man schon so sagen. Ja. So kann man das wirklich sagen. Und dann ist der große Vorteil, nicht zu viele Berliner vorher kaufen und essen, denn dann geht der Jan Riechzug los. Mit wie vielen Gruppen ungefähr? Ich meine rund 20, bin aber nicht im Bilde, weil das sich immer noch formiert derzeit. Ne? Wir haben immer Anfragen, dass man noch als außenstehende Gruppe mitkommen kann und das wird zurzeit zusammengestellt. Wir hoffen oder nein, wir wissen, das wird wieder ein schöner Zug mit vielen Gruppen, bunt und lustig. Das Schöne ist, dass ihr da eigentlich dieses Motto, das wir haben, das Herz schlägt im Stadtviertel, ich muss das immer ganz korrekt jetzt Deutsch, Herr Kuhl, glaube ich, auch darauf hingewiesen, ganz korrekt, das Herz schlägt im Stadtviertel in Hochdeutsch, dass ihr eigentlich immer Fehlsgruppen dabei habt. Das heißt, diese Fehlsverbundenheit hat Jan von Wirt eigentlich auch noch in den Fehlskarneval rein. Das ist eigentlich auch das Schöne, ne? Das ist so, ihr habt eine große Verbundenheit in die Richtung. Ja, in der Tat, das bietet der Zug halt, dass wir da auch Gruppen mitnehmen, die halt auch nicht auf dem Rosenmontagszug, weil nicht festkomiteeanhängig mitgehen können, halt kleinere Gruppen aus den Fehden. Nicht unbedingt nur das Fringsfädel, sondern die kommen schon von anderen Fädeln auch aus Köln. Also, ein Berliner, warum ein Berliner? Danach geht der Zug und beim Zug gibt es Rahmkabelchen, glaube ich, natürlich auch, Schokolädchen, Strüsser, alles gibt's. Das ist so ein Job. Es ist der erste Karnevalsumzug, muss man immer dazu sagen, in der Straßenkarnevalssaison, ganz wichtig. Von Jan von Wirt, Severinstraße bis zum Heumarkt, Altermarkt, Entschuldigung, Altermarkt, weil da steht der Jan mit Triebbrunnen, um den ihr euch liebevoll kümmert. Das tun wir, aber ich muss dazu sagen, diesmal wird der Zug ungefähr beim Dorint enden. Weil wir nicht mehr unten in die Altstadt ziehen, weil wir leider durch mittlerweile den kompletten Tribünenbau nahezu gehindert sind, an das Jan-Brunnen zu kommen. Also an das, und insofern haben wir uns überlegt, dass wir ein wenig den Zugweg ändern. Hoch. Ja. Ist natürlich ganz praktisch, weil es auf die Kölsche Hofburg. Das können wir reingestellt und das ist ja auch cool weiß. Das ist der Plan. Insofern ist, also es dauert ein bisschen, bis wir zu euch kommen, weil, aber jetzt kommen wir auch schon zu euch. Jetzt sprechen wir nämlich über die Proklamation. Das Kölner Dreigestirns am 10. Januar in Gürzenich. Ihr müsstet standfest sein. Ja, wir standen schon einige Zeit mit dem Dreigestirn dort oben. Wir konnten dadurch aber natürlich den grandiosen Einzug von der Bühne aus verfolgen, wie die Türen aufgingen und das Dreigestirn in den Saal einzog. Und das war ein einzigartiges Erlebnis, was wir zwei nicht vermutet hätten, das mal als aktives Tanzpaar beim Jan von Wirt erleben zu dürfen. Man hat ja so eine erhöhte Position und sieht das ja. Jetzt haben die drei besonders lang gebraucht. Ja, also es war einfach toll zu sehen, wie dann unsere Gesellschaft im hinteren Teil des Saals die drei auch erstmal aufgehalten hat und gefeiert hat. Das war wirklich grandios. Wäre man da gerne in den hinteren Reihen mit dabei gewesen, weil die Jan von Wirt haben echt Radau gemacht da hinten. Zu Recht, ne? Definitiv. Also ich kenne das Ganze sonst nur aus einem anderen Ort, der ein bisschen näher in Richtung Müngersdorf liegt, wo dann die Südkurve ähnlich laut ist und mit Fahnen schwenkt und frenetisch unseren ersten FC Köln feiert. Und genau die gleiche Stimmung schwappte quer durch den ganzen Saal bis zu uns auf die Bühne rüber. Und letztendlich muss man einfach sagen, also wenn man nicht gerade Dreigestirn ist, gibt es sonst, glaube ich, kaum die Möglichkeit, noch näher bei einer Prinzenprogrammation dabei zu sein, als wir jetzt dieses Jahr die Möglichkeit hatten.
man da ein bisschen nervös oder ist man nach 7 Jahren oder 4 Jahren total so ganz cool oder wieder eine Bühne? Also Nervosität ist im Zweifel immer ein bisschen da, aber jetzt war man natürlich einfach auch gespannt, die drei zu sehen, die drei im Ornat zu sehen, die Kameraden, die man sonst gemeinsam auf der Bühne erlebt hat, jetzt in entsprechenden Rollen zu erleben. Das war einfach was ganz Besonderes. Da hat man dann schon ein bisschen anders auf der Bühne gestanden und ausgeharrt. Ja, wann kommen sie denn und wie sehen sie denn aus? Haben wir das gut gemacht? Sehr gut. Spitze, wirklich. Fantastisch. Ich kann mit dem Ganzen nur anschließen. Absolut grandios. Sie waren nicht dabei? Ich war bei dem Einzug nicht dabei. Nein, ich kam aus München. Ich hatte beruflich in München zu tun, bin dann... Was ist ein Drama? Ja. Leidet man an einem Flugzeug? Oh ja, ich habe gelitten im Flugzeug. Und als ich gelandet bin, habe ich direkt das Handy angemacht und kriegte die ersten Live-Mitschnitte und konnte dann im Taxi weiterschauen. Hatte dann mein Smoking im Gürtel nicht geparkt, also dann schnell in den Smoking und rein in den Saal. Ich habe also die Reden von den drei noch mitbekommen. Wie gesagt, fantastisch. Den Einzug leider nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, er war wirklich toll. Ich stelle mir das so schrecklich vor, man sitzt in so einem Flieger, guckt auf Göln, da sagt er, ach guck, da gehört sie nicht. Und da sind die jetzt und ich bin da nicht. Also ich stelle mir das ganz schrecklich vor. Ich stelle mir schrecklicher vor, wenn man da als Dreigestell einzieht, weil da ist man ja dabei und dann ist das so. Da stelle ich mir wirklich als Präsident das Dreigestell wirklich schrecklich vor. Was will man machen? Den Termin hatte ich leider schon vorher gemacht. Das ist ein Seminar gewesen und wir hätten es nicht umlegen können. Und ja, dann muss man halt leiden. Ich habe gelitten. Da dürftet ihr nochmal auftreten, ne? Auch, also das ist ja, ihr hört auf, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, das ist ja eigentlich schon die Krönung, ne? Da hättet ihr eigentlich schon nach dem Würzing der Würzburger zu sagen, jetzt tanzen wir nicht mehr diese Saison, wir melden uns krank. Nee, natürlich nicht, weil wir genießen ja die Zeit mit den Kameraden und das natürlich jetzt nochmal in anderer Form und in vollen Zügen. Und da möchte man jeden Auftritt mitnehmen oder jede Möglichkeit, die man gemeinsam mit den Kameraden hat, auch erleben zu können. Jetzt darfst du ja weiter mitmachen, glaube ich, auch in Zukunft, auch beim Spiel an der Severin Vorburg. Übst du schon den schweren Reitertanz? Noch nicht, aber ich denke, in den nächsten Jahren werden wir da sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit für haben, dass wir den zusammen trainieren können. Ich würde aber noch ergänzend sagen, zu dem, was Britta gerade gesagt hat, dass eben es auch gar keine Option wäre, nach einem Auftritt auf einer Pripro aufzuhören, weil es gibt noch so viele schöne andere Säle in Köln. Und gerade die kleinen, die Fahrsitzungen, die Altenheime etc., das sind die Säle, wo wir uns auch besonders jetzt dieses Jahr nochmal drauf freuen, die nochmal mitzuerleben zu dürfen, weil da kommt auch wieder das Motto ins Spiel, et hetz schlägt im Fädel, da findet der Fädelskarneval statt. Musst du ein bisschen zunehmen für den schweren Reitertanz? Weil du bist ja ein leichter Reiter. Ich habe ja noch ein bisschen Luft in der Uniform, also von daher ist die Option noch da. Nein, das ist ganz klar einfach nur ein Trainingsaspekt. Ich glaube, wenn man sich normal fit hält, dann kann man auch übers Jahr vernünftig seine Figur oder seinen Körpermaß halten. Wenn man jetzt sagt, ich muss aber auf die Pripo zurückkommen, wenn man jetzt da diese leichte Feder Britta Schwadorf in den Saal trägt, spielt man da doch nochmal anders ein bei so einem Pripo? Ja, selbstverständlich. Also gerade bei solchen Veranstaltungen ist es natürlich so, wenn das gesamte Chor im Hintergrund steht, anteilig natürlich die Jungs jetzt abgezogen, die mit uns einmarschieren, aber ansonsten, da war eine Wand von, ja, wir haben eben gesagt 400, aber gefühlten 2000 Jan von Wärtern im Hintergrund, mit Frauen, mit allem, was dabei war, und das ist einfach eine Stimmung, eine Euphorie, die ist, ja, absolut einmalig, sowas zu erleben. Hat er gut getragen? Ja, macht er immer. Ja, manchmal stehe ich ja da an der Treppe und dann schwebst du leicht wie eine Feder, ne? Und grazil natürlich auch ein. Und dann denke ich mir manchmal so ein bisschen, dann geht diese Treppe hoch. Ich hätte da immer Angst darum, wenn ich die Treppe hochgetragen werde. Nö, da habe ich absolutes Vertrauen. Wenn man das, glaube ich, nicht hat, dann wird es schwierig. Mhm. Aber das habe ich und deswegen ist das überhaupt gar kein Problem. Wie geht es jetzt weiter nach der Session? Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir wissen es noch nicht. Karnevalsfreitag bei der zweiten Kostümsitzung im großen Satori. Könnte es hart werden. Ja, das ist zumindest der letzte Auftritt vor grün-weißer Wand, sage ich mal. Das ist unsere letzte
Sitzungen vor eigenem Publikum. Und ja, deshalb ist das für das Tanzpaar mal was ganz Besonderes. Und da fiebert man jetzt so ein bisschen drauf hin. Aber ich muss auch sagen, es ist immer so eine Achterbahnfahrt. Man kann es noch nicht so genau einschätzen, wie es dann an dem Tag wird. Danach geht es nochmal einmal in die Landstagsarena, richtig? Und dann natürlich Rosenmontagszug. Genau, Karneval Samstag, traditionell dann in der Längstes-Arena noch unterwegs. Und ja, da lassen wir uns dann nochmal durch die große Runde in der Längstes-Arena oder ich mich tragen und werde das dann nochmal ausgiebig genießen. Wenn man 7 Jahre an so einer exponierten Stelle war, kann man da mit dem Karneval einfach aufhören oder wie geht es weiter? Das kann man nicht. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Man hat den Entschluss zwar bewusst gefasst, dass man sagt, man verlässt diese Rolle, aber ich habe mir im letzten Jahr schon so eine kleine Hintertür gesucht, beziehungsweise durfte das Kölner Kinderdreigestirn trainieren, vorbereiten auf die Bühnenauftritte und das mache ich auch sehr gerne weiter und ja, bleibe so auch noch ein bisschen an dem Karneval dran, aktiv. Jetzt kann man als Frau ja nicht einfach weitermachen bei Jan von Wirt, sondern man muss dann raus, man darf dann nochmal, darf man dann zur Proklamation von Jan und Kind kommen, weil ihr ja kein Regiment oder kein Chorappell oder, das habt ihr ja jetzt nicht mehr, werden dann da die ehemaligen Marketenderinnen auch eingeladen? Denkt so eine Antwort, selbstverständlich. Ja, ich muss ja immer fragen. Ich muss immer fragen. Nein, selbstverständlich. Also, könnte ja sein, dass ihr da so aus den Augen und aus den Sinn. Wer war Britta Schwanhoff nun mal? Ich weiß, dass das so nicht ist. Und sucht man dann eine neue karnevalistische Heimat auch in einem Verein? Ja, das habe ich mir bewusst schon. Genau, ich bin jetzt schon hospitierendes Mitglied bei der KG Columbina Colonia und freue mich da auch sehr drauf. Habe letztes Jahr schon fleißig an den Stammtischen teilnehmen dürfen und ja, bin gespannt, wie es dann ist, in der Damengesellschaft unterwegs zu sein, wo ich ja jetzt das komplette Gegenteil erlebe. Ja, Agrippinas Töchter und so gibt es dann. Ja. Warst du da? Nein, leider nicht. Ja, okay. Aber da habe ich nächstes Jahr dann ja Zeit für. Ja, nächstes Jahr, ja. Zählt man eigentlich mit, wie viele Auftritte man gemacht hat? Also kannst du jetzt sagen, ich bin jetzt bei meinem 1384. Nee, also ich habe jetzt die 24. aktive Session ja als Tänzerin, 17 Jahre vorher Hüppemützjahr und 7 Jahre Jan von Wirt. Da habe ich irgendwann das Zählen aufgehört. Hätte ja sein können, dass man zu Hause so ein Bierdeckel hat. Das müssten schon einige sein. Hier ist ja mal so eine Wand mit Bierdeckel, wo immer so Strichlein drauf sind und dann kommt man nicht alleine mit Zählen. Du gehst ins Chor zurück, du bleibst jetzt, du sagst jetzt, Britta war so super, danach kommt keine bessere mehr. Nicht nur das, sondern für uns ist es einfach so, wir kennen uns ja auch schon aus der Zeit bei den Höppelmützern, wir sind zusammen aktuell das Tanzpaar weiter bei Jan von Wirt und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ohne Britta zu tanzen, genauso wie es wahrscheinlich umgedreht auch sein wird. Und dann geht man diesen Schritt einfach gemeinsam, wir haben die Entscheidung entsprechend auch gemeinsam getroffen. Und für mich ist es ja wirklich nur ein kleiner Schritt. Ich gehe eine Reihe nach hinten, packe meine Sabel ein, setze mir ein paar Haare noch unter den Hut und darf mit den Jungs weiter Spaß haben. Stimmt, du musst dir nicht mal einen Bart wachsen lassen. Nö, der ist schon angewachsen. Ist das jetzt ein Hipster? Wir sind ja so im hippen Viertel mit Ehrenfeld, also sehr, sehr Hipster, wir haben ganz viele Hipster. Ist das ein Hipsterbart? Ich glaube, das kann jeder selber beurteilen, so wie er es möchte. Also ich habe meinen Bart schon getragen, wo es diesen Hipster-Begriff noch nicht gab. Die Länge variiert, mal was länger, mal was kürzer, mal ein bisschen andere Formen. Es gibt ja auch verschiedene Projekte, die man entsprechend wieder unterstützen könnte. Und von daher, der gehört einfach zu mir und macht mich auch irgendwo ein Stück weit aus. Du bist ein Early Adopter sozusagen. So wie im sonnigen Kalifornien. Das ist nur Early Adopter. Wunderbar. Prunksitzung habt ihr hinter euch? Ja. Erfolgreich oder war der Saal leer? Nein, der Saal war nicht leer, der Saal war voll. Eine sehr, sehr schöne Sitzung mit vielen tollen Darbietungen. Zum Beispiel Ludwig Seewust war nochmal da. Och, Ludwig Seewust? Ja, ganz tolle Stimmung bei uns. Sehr zufrieden mit der Sitzung. Hat der Lorenz von Dux nach Köln gesungen? Hat er auch gesungen. Na, ja. Gut. Da muss man mal fragen, was der Hesel. Die Schwarze Madonna auch. Die Schwarze Madonna hat er auch gesungen. Ja. Ja. Kann er noch, das ist gut. Kann er noch. Ja, war ein Scherz. Ja, gut. War ein Scherz. So, jetzt kommen wir zu einer ganz speziellen Geschichte, die ist ganz wichtig für alle Herren. Ja, da müssen wir nämlich drüber reden. Hinter der Britz ist wieder, 2. Februar, ist nicht mehr lange hin. Ist die Chance für Herren,
hinter einer Wand zu sitzen, hinter der der andere Teil des Saals voller Frauen ist, weil die Frauen gibt es keine Karten mehr, aber für die Herren gibt es noch Karten. Die sind wieder so ein bisschen. Richtig. In der Britz-Sitzung ist besondere halt, wir haben in der Mitte eine Britz, eine Mauer aufgebaut, die den linken vom rechten Saalteil trennt. Auf der einen Seite sitzen die Mädels, die in der Tat, Karten sind weg, das tut mir leid, Mädels, aber die Jungs haben noch Chancen, auf der anderen Seite zu sitzen. Und nach der Pause wird die Britz dann entfernt und zusammen Party gefeiert. Da kann man mit Sicherheit das eine oder andere kennenlernen. Organisieren. Oh. Kannst du das verstehen, dass die Herren, eigentlich müssten die Herren Karten komplett weg sein, ne? Wenn da so viele hübsche Frauen da sitzen, weil wir die Herren von Wirt feiern ausschließlich hübsche Frauen, oder? Also muss man nicht mal sagen, tanzen ausschließlich die schönsten Frauen. Also kannst du das verstehen? Nein, das kann ich natürlich nicht verstehen. Vor allen Dingen bin ich in der ersten Halbzeit natürlich auf der Männerseite unterwegs. Oh. Da muss ich die Rolle ja jetzt noch ausnutzen und kann mir dann den ersten Überblick verschaffen. Also Männer, zweiter, Karten gibt es wo? Bei Jan von Leer gibt es da eine Website, habt ihr sowas? Ja. Sowas Modernes? Website haben wir, da gibt es auch einen Kartenshop und da kann man schlicht und einfach draufklicken, Anzahl der Karten angeben und bestellen, relativ einfach. Jan von Wert, googeln. Wert schreibt man mit TH am Ende, nur für die, die es vielleicht nicht auf die Reihe kriegen würden. 8.2. erste Kostümsitzung, 4. Schwadron. Ich glaube, das mache ich auch die Schwadronen dann immer, die das dann ausrichten. Den Ilverrat. Der Ilverrat wird letztendlich durch da auf dem 8. durch die 4. Schwadron gestellt. Ja, die lassen sich dann immer was besonders einfallen. Die Jungs, damit es einen schönen bunten Ilverrat gibt. Ich freue mich drauf. Hm. Jetzt seid ihr traditionell im Saturi. Das ist ein ganz spezieller Kölscher Saal, glaube ich auch. Jetzt wart ihr in Gürzenich, ihr seid ja oft in Gürzenich. Aber ist es in Gürzenich schöner rein zu schweben? Oder im Saturi? Ich stelle immer wieder die Frage, weil ich finde das immer so spannend, weil man kommt also von oben, sieht erst den Saal, kommt dann mal an. Für mich ist wirklich der Saturi mein Lieblingssaal. Als kleines Kind dort schon eingezogen und jetzt reingetragen zu werden, das ist schon was ganz Besonderes. Und genau das, was du beschreibst, man hat eben erst diesen Blick auf den Saal, hat die Möglichkeit durchzuziehen und das ist schon ganz großartig. Man kommt ja so ein bisschen vom Dunklen eigentlich ins Helle. Das ist eigentlich auch so, ne? Ja. Ins Licht. Saturi, gibt es da noch Karten? Nein. Aber erklärt, alles gut. 11.2. Mädchensitzung, da müsste dein Münze nicht einmarschieren. Gibt es da noch Karten? Ein paar Restkarten. Ein paar Restkarten. Kann man auch auf der Homepage bestellen. Mhm. Relativ einfach. Partyprogramm für die Mädels? Natürlich, aber es wird nichts verraten. Okay. Ja, es wird ein schönes Programm. Ich frage ja nur. Dann am 14.2. werdet ihr alle seekrank. Ja, da gehen wir aufs Schiff, auf die Rheinenergie und machen da auch eine Party mit Live-Programm und natürlich unseren Dreigestirn. Legt ihr auch ab? Ja, wir legen ab und schippern ein bisschen über den Rhein, aber nicht so lange. Und dann legt ihr wieder an? Dann legen wir wieder an. Damit ihr mich die nächste Kurve aufs Schiff kann. So ist es. Gut, wir wollen die Organisation auch ein bisschen erklären, wie das so ist. 21.2. Das ist dann der harte Tag. Ganz harte Tag. Gibt es da eine Medizin dagegen? Ich weiß gar nicht, so gegen Lampenfieber gibt es, glaube ich, keine Medizin. Gegen Seekrankheit gäbe es eine Medizin. Vielleicht ein Kölsch? Karten? Ja, nein? Nein, keine Karten mehr da. Ihr seid immer ausverkauft. Wir sind dort ausverkauft. Ja, das ist die traditionelle Jan von Wert Familiensitzung. Die war schon eigentlich, die ist immer schon verkauft, obwohl es noch keine Karten gibt. Schwierig an Karten zu kommen. Schwierig. Noch nicht mal durch Klüngel. Da geht noch nicht mal Klüngel. Das ist ja ein Ding. Vorher war ich mit der Oberbürgermeisterin, dürft ihr da eigentlich auch mit zu holen? Ja, sind wir auch mit dabei. Ja? Ist sie mal nett zu dir? Ja, sehr. Gut, ich wollte noch mal fragen. Am 22.02. Darfst du da überhaupt noch kriegen? Das ist eher sowas für die Jüngeren, oder? Es ist eine Ü30-Party, würde ich sagen. Ah, okay, du bist 31. Du bist 31, ich verstehe. 31,5. Ja. Aber ich frage mal, ich frage ja immer nur so, wie ist das da eigentlich? Das ist doch eher was fürs junge Gemüse, oder? Im Hühnerstall, Malzmühle, Stiffeltanz? Das ist eigentlich ein ganz gemischtes Publikum, würde ich sagen. Also da sind auch viele von unseren Kameraden mit dabei, mit Freunden, Bekannten. Das ist schon eine ganz schöne Geschichte, weil es einfach durchweg
jedes Alter, glaube ich, da zu finden gibt. Jetzt hätte ich ja immer... Entschuldigung. Das ist relativ einfach. Wir nehmen jungen Kameraden mit, nehmen die etwas älteren Kameraden mit, mixen das Ganze und landen dann bei den 30 im Mittel. Von daher ist für jeden was dabei. Also rechnerisch. Genau. Jetzt frage ich mich immer so, als ich hätte immer Angst, wenn so Jungs, die nur den Spieler Reiter tanzen können, hätte ich immer Angst, so, wenn die mal so ein bisschen lockerer, so, ne, ein bisschen Charleston oder irgendwie sowas machen müssen, dass die immer mal auf die Füße treten mit ihrem schweren Reitertanz und dann immer... Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe durch einen ganz besonders lieben Chorkameraden das Disco-Fox-Tanzen gelernt und werde auch immer wieder genötigt, bei Liedern entsprechend mit ihm dann zu tanzen. Disco zu foxen. Ja. Cool. Also ihr könnt nicht nur den schweren Reiter tanzen. Ihr seid auch elegante. Eigentlich könnt ihr bei Let's Dance mitmachen, alle oder alle Männer. Jedenfalls er. Der kann das. Ich mag. Dann geht's Rosenmontag. Ja. Dürft ihr dann da bei den drei Oberjecken von Köln im Trifolio mit dabei laufen oder verteidigt die Ehrengarde, die Prinzengarde, ihre Position? Selbstverständlich. Das dürfen sie auch. Traditionell Ehrengarde begleitet den Bauern und die Jungfrau und selbstverständlich die Prinzengarde, den Prinzen. Und da wollen wir uns auch nicht einmischen. Wir gehen schön auf unsere Position, allerdings nicht viel weiter vorne. Also nicht viel weiter vorne. Wir sind relativ nah an unseren Jungs, den dreien. Nicht, dass ich so grüne dann plötzlich zwischen... Wir gucken mal, was sich da machen lässt. Zwischen die Mehlsäcke sozusagen... Pusht. So dazwischen pusht. Nein, alles gut. Ist das nochmal was, wo man auch schon ein bisschen so schwankende Gefühle hat, Rosenmontag, der letzte Mal auf dem Wagen? Definitiv. Das ist immer noch so der krönende Abschluss, den man nochmal genießt, auch viele Freunde am Zugweg sehen zu können, die man während der Session eigentlich gar nicht sieht, die einem da nochmal zujubeln. Da freut man sich immer sehr drauf. Ja. Wir sind gespannt, wir werden das weiter verfolgen. Euch wünschen wir eine ganz, ganz tolle Session noch. Danke. Dankeschön. Gab es eigentlich was, wo man sagt, nach 7 Jahren, das war der absolute Höhepunkt und das war sozusagen die größte Niederlage oder die größte Schwierigkeit mal? Also sicherlich als Höhepunkt beim Reitdrucker Jan von Wert die Wiesen, die ich miterleben durfte. Das heißt, beim Eröffnungszug der Wiesenwirte mit dabei zu sein in München. Das war sicherlich was ganz Besonderes. Was Negatives fällt mir jetzt ad hoc nicht so ein. Und wenn man so mal krank war oder so? Ja, das sind natürlich Sachen, die passieren. Man schlägt sich dann mit einem kleinen Muskelfaserriss durch die letzte Session. Aber das macht man einfach gerne, weil man ja das ganze Jahr dafür trainiert hat und jetzt auf keinen Fall das aufgeben wollen würde. Und München war schön, weil die Biergläser größer waren. Ich trinke gar kein Bier. Oh, weil die Prosecco größer dauert. Bei Scherz. Bei dir absoluter Höhepunkt, absoluter Tiefpunkt? Also absoluter Höhepunkt neben den ganzen Auftritten war definitiv die Hochzeit mit meiner Frau. Wenn man durch die Severinstorburg geht, auf dem Platz stehen einfach, wenn man alles zusammenrechnet, über 300 Mann, nicht nur Jan von Werther, sondern auch viele andere Freunde aus anderen Gesellschaften, Familienangehörige etc. Also das ist ein Tag, den werden wir unser Leben nicht vergessen. Glücklicherweise gibt es einige Bilder, die das dokumentieren. Schlimmster Moment, eigentlich ähnlich wie Britta das gesagt hat, wenn man wirklich mal aufgrund von einer Verletzung an einem Auftritt nicht teilnehmen kann oder von Krankheit oder irgendwie sowas in der Richtung, das ist so das, wo einem, also wo uns, das Herz am meisten blutet. Dem muss ich hinzufügen, oder? Nein. Wir gucken mal, wie sich es weiterentwickelt. Wir werden dem Dreigestirn weiter folgen, was sie tun. Wir werden natürlich auch dem Jan und Triebpaar nochmal. Wir versuchen, die auch nochmal zu begleiten, weil das finde ich auch total spannend. Was machen die eigentlich so einen lieben langen Abend dann auf dem Kölner Karneval? Wie ist das überhaupt, wenn man da so durch die Seele zieht? Der Bus, ist das was, wo man vielleicht so dann schon glaubt, dass das was ist, was man besonders vermisst? Sicherlich. Also da hat man einfach die gemeinsame Zeit mit den Jungs. Ich glaube, die Jungs werden mich besonders vermissen, weil ich sehr, sehr ruhig und zurückhaltend im Bus unterwegs bin. Und ich genieße die Zeit tierisch dort. Du darfst ja weiter Bus fahren. Dich müssen wir das nicht fragen, ne? Ich hoffe, ich muss den Bus nicht fahren. Nein, also mitfahren werde ich sehr gerne. Ich werde auch den großen Vorteil haben, dann vielleicht auch mal das eine oder andere Kaltgetränk mit den Jungs gemeinsam genießen zu dürfen.
weil aktuell sieht unsere Saison nach Wasser und ab und zu mal einer Cola aus. Und vielleicht mal zum Abschied dann irgendwo mit den Jungs in Kölsch trinken, ist bestimmt eine schöne Sache. Es gibt doch keine alkoholischen Getränke im Bus. Im Bus? Habe ich noch nie gehört, dass es da alkoholische Getränke gibt. So was machen wir nicht. Nee, das ist strikt verboten. Strikt. Sonst könnte man womöglich mit dem Fahrer sprechen. Oder? Genau. Ja, vor den Auftritten kein Alkohol. Ja, ja. Das sieht man doch immer an, finde ich. So frisch wie auf die Bühne kommt. Und ihr braucht ja nicht so lange, wie so manches andere Traditionsverhalten. Das war ein kleiner Scherz am Rande, der jetzt sein musste. 7 Jahre Marketenderin, 4 Jahre Tanzoffizier, noch eine tolle Restsession, muss man ja leider schon sagen. Einen möglichst leichten Abschied. Schauen wir mal. Ich habe ja immer einen möglichst leichten Abschied, ansonsten noch ganz tolle Tage natürlich, auch an dem großen Montagszug. Bei Ihnen beginnt ja jetzt schon, das ist so richtig eigentlich. Ja. Deswegen alles Gute für die nächsten Jahre natürlich auch. Immer eine glückliche Hand. Dankeschön. Und viel Spaß mit dem Chorkameraden, glaube ich, nennen Sie die Herren und natürlich mit der Marketenderin auch. Natürlich. Jetzt natürlich noch. Jetzt natürlich noch. Ja. Natürlich auch ins P, der Marketenderin ins P. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und, wir freuen uns schon ganz besonders auf Weiberfasnacht, weil da werden wir dich nochmal tanzen sehen, auf jeden Fall dich auch. Ich sehe mir dann im nächsten Jahr leichte 50 Kilo schwerer im schwerer Weiterfahren. Also wir freuen uns dann ganz besonders drauf. Wir werden das genau beobachten. Eine tolle Session noch. Danke. Und, vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Danke.